Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Battlefront 2. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, ich werde mit euch einfach ein bisschen galaktischer Angriff machen. Bei mir ist noch Sonntag, ich muss leider im Voraus aufnehmen, weil ich morgen, oder besser gesagt heute, wenn ihr die Folge seht, auf der Arbeit bin. Okay, aber es ist nicht so schlimm, ne? Also ein bisschen galaktischer Angriff und dann werden wir uns über das ganze Wöchelchen, mein Gott, muss man das verniedlichen? Ich glaube nicht, uns über die Herausforderungen hermachen. Ich habe nämlich ein paar gelesen und freue mich da auf jeden Fall schon drauf. So. Was mit diesen 600.000 Punkten auf sich hat, das liegt immer an der Ära. Das ist ein Ära-Event. Dieses Mal von Star Wars. Und die, die mit der Ära nichts zu tun haben, die sind einfach unerreichbar. Finde ich ziemlich unpraktisch, weil der Dings ja gerade erst rauskam, ne? Der neue Boss, neuer Obergegner hier. Finde ich ein bisschen komisch geregelt von den Entwicklern, aber die regeln ja allgemein alle sehr viel komischer, als man so erwarten würde. So, ich versuche mal zum Turm da hinten. Ist ja ein bisschen sehr nah schon, glaube ich, ne? Ich glaube, er versucht auch zu dem Turm zu kommen. Oh, ich habe gerade Step mit meinem Sohn gespielt auf PlayStation. Das war umsonst. Diesen Monat, glaube ich. Und, boah, mega gut, ey. Da erinnert mich der Schnee gerade dran. So, ich hoffe, ich habe heute eine bessere Runde als gestern. Oh. Da kann man mich auch schon sehr gut sehen. Nein, nein, nicht stehen bleiben. Geh, war das nicht er? Okay, ich glaube, der wollte auch in dem Turm. Und da haben wir schon mal einen weggesmashed. Sehr schön. Es ist da. Headshot. Der steigt sowieso aus. Der steigt nicht aus. Sehr dumm. Okay. Wo seid ihr da? Hä? Oh, der war schon down. Kann man so schwer erkennen auf der Entfernung. Bäm, Alter. Das ist aber traumhafte Turmposition hier. Ich liebe einfach Geschütze. Wer die Battlefield 5 Videos gesehen hat, der hat gesehen, wie gerne ich Geschütze mag. Also Videos geht ja noch gar nicht. Kommen ja erst zwei raus. Puh, da. Wir sind sie alle weg irgendwie. Komisch. Keine Sau mehr zu sehen. Keiner, ne? Ist das absolut da? Haben wir ihn einmal aufgerüttelt? Ach, das wird einer weggeschnappt. Gut, dass das gut abkühlt, ne? Scheiße. Ich würde gerne in AT-AT laufen. Da kam ein dicker Schuss. Von was denn? Okay, wartet mal. Kann man hier drinnen auch? Er liegt jetzt im Turm. Der Arme. Och nö. Okay, ja klar, gibt auch andere Menschen, die das Ding benutzen, ne? Okay, ich hab keinen Schuh getrunken. Scheiße. Na gut, er wird jetzt frei. Rebellen feuern auf einen Kampfläufer. Reißt hier halt noch nicht so viel. Mit dem Moped. Weil der einfach nirgendwo hinballern darf. Oh, war aber gut, glaube ich. So, nichts frei, aber ich sehe. Wo sind denn die Gegner? Hä? Ich schieß da hin? Wo sind denn die Gegner? Sind die alle offline jetzt da? Scheiße, so ein Arsch. Da. Schön, habt ihr gesehen. Okay. Versuchen wir unser Glück nochmal mit dem Airstrike, der nicht dahin kommt, wo er hin soll. Ich glaube, das ist richtig heftig scheiße verbuggt, das Ding. Auf Hotz. Der kommt da innen. Oh, das war aber nur ein Geschütz. Kampfläufer nimmt Schaden. Nein, davon. Doch, sehe ich sogar nicht. Ich bin raus. Okay, wird nichts mit Kampfläufer. Kommandeur, wieder was zerstört nur. Gehen wir mal in den Angriff. Sturmtaktik! Taktik des Sturm. Einer der Kampfläufer nimmt Schaden. Ja. So.
Also wie viel Damage das an so einen Typen, an so einen Helden macht. Aber bestimmt nicht wenig. Boah, ich hab noch nie so nah an den... Boah, das ist doch weh, Held. Hier weg. Boah, vorne ausgestiegen, ganz dumm. Den Rest mache ich damit. Kühl ab! Fühlt sich schon anders an das Gameplay als in der letzten Folge. Muss ich zugeben, fühlt sich schon ein bisschen fluffiger an. Und nicht so ständig sterbend. Ja, da ist sie, den habe ich dir geklaut. Warum die wirkt er mich nicht? Denn da ist sie, den Helden geklaut. Ui! Den habe ich noch mit abgestaubt. Scheiße, da komme ich nicht hin so schnell. Der Treffer hat das Metall durchschlagen. Da ist einer. Boah, ich hab mich doch nicht so. Alter, der war die ganze Zeit in meinem Pups drin und den hat das überhaupt nicht gestört. Gut. Boah, 3.900 Punkte. Wo denn? Direkt neben mir hier. Beginne mit Sturmlauf. Jetzt habe ich aber, jetzt läuft das aber hier, wa? Verluste bei einem der Kampfläufer. Hallo, Herr Sniper. Haben wir daneben geballert, schon peinlich. Inferno-Kopf! Ja, ich bin heute online bestellt. Aua! Ja, da sieht der online mein. Der online, der. Der Inferno-Kopf meine Scham. Boski. Ich will Boski. Der Boski ist hier eigentlich, glaube ich, der ideale Held. Okay, Konzentrationi auf Italienisch. Oder das ist Konzentrationo. Oh, das grüne Bild geht voll auf die Augen. Weil es voll grün ist, ja. So, das war das. Zeigt euch. Okay. Hat sich selber erledigt. Der Boss ist ja einer der einzigen Helden, der sich einfach so heilen kann. Aber die Waffe ist halt scheiße, die Welby, ne? Taucht halt in die Bohne. Aber gegen Helden, Headshots und so sind sie gut. Nur die muss halt ganz aufgeladen sein, sonst macht die nicht so viel Spaß. Ich erledige sie selbst. Ist das grammatisch so richtig? Er fällt ein bisschen zu weit vor. Ich glaube nicht, dass da noch einer herkommt. So. Ah, man muss sich jetzt nicht anlegen mit dem. Was machst denn du? Oh, den habe ich noch abgesichert. Wow. Warum, Alter? Nehmt die feindlichen Hangars ein. Setzt alle erforderliche Feuerkraft ein. Ich weiß nicht, ob die offen dazu ist. Das ist nicht was. Wenn schon welche kommen, mach mir da keine großen Sorgen. Setze doch frei. Autsch. Vielleicht haben wir ja noch ein Level mit Boski. Das wäre ja geil. Was explodiert denn hier alles? Ich brauche keine Hilfe. Ich nicht. Was ist keiner da? Auch erstmal gucken können. Führt Krieg. Aber ich
Oh. Alter, wir erobern die aber wirklich gut. Ich muss weg. Yoda macht mich sonst tot. Yoda ist nämlich ein Arsch. Das ist gar nicht so der liebe Kerl. Wer ist denn da erst gestorben? Man hat bestimmt meine Minen. Pass auf, wo du hintrittst. Boah, Alter, das hat voll das Nest erwischt, ja. Ich sehe euch. Stimmt doch gar nicht, ich sehe gar keinen. Boah, Level ab. Froschmäßig raushüpfen. Physikalisch unmöglichen Sprung machen. So. Keine Zeit zu bleiben. Ah, scheiße, ich wollte gar nicht werfen. Denke mal, der nimmt die in die Hand, ne? Das passiert mal halt so oft. Aber halt. Alter, wie unfair, ey. Mit so einem schlappen Gewehr. Voll Kacke. Aber wir haben Level abgemacht, immerhin. Ein feindlicher Kommandeur ist im Einsatzgebiet. Sieht aus wie! So. Ich glaube, wir putzen die so übelst gerade um. Ich räume mir richtig auf, Alter. Was ist los? So im Gegensatz zu heute Morgen bei der Aufnahme, wo ich das Gefühl habe, man hat einfach keine Chance. Chance? Gehört da eigentlich in gar keine Ära rein, eigentlich? Jetzt mal im Ernst. Der ist ja immer auf maximal, ne? So. Im westlichen Hangar ist mit einem Gegenangriff zu rechnen. Ist das schon alles hier? Nee, ne? Kommandeur der Rebellen ganz schön Ärger. Da, Rebellen! Naja, ballert einfach. Leia, die wegputzen müssen. An mir vorbei, geschissen, geschossen. So. Aber Druide, was hat er dir getan? Warte, wie viele Granaten werfen die denn da? Wow. Ich heil ja nicht, wenn ich da ständig irgendwie getroffen werde. Genau, tötet Bosk. Ich bin Bosk. Ah, weil die so billig sind, die Helden. Rebellenanführer übernimmt die Befehlsgewalt. Wird aber eng. Auch nicht ausrennen. Sterben, Bosk. Wir werden triumphieren. Erste Granate. Furzt. Sorry. Ja, das wird eine übelste Verlängerung geben, ne? Wir sind ja drin, ne? Alter, ich hab irgendwas down gemacht. Ich glaube, das war der Lando. Ja, aber ihr dürft nicht draußen rumrennen, ihr Pimmel. Ihr müsst hier reinkommen. Sonst bringt das doch alles nichts mit dem Gegnern. Und die Helden immer draußen rumpimmeln. Piemeln. Friemeln.
So. Habt ihr davon? Scheiße. Alter, ey. Jetzt was Explosives. Das lenke ich so wenigstens ein bisschen ab. Oh, schade, ey. Das ist die perfekte Phase jetzt für den Boss. Ist aber auch gar nichts, ne? Nein! Ey, wie kann das denn passieren? Was macht ihr denn alle jetzt? Alle Truppen, Rückzug! Die Rebellen haben die Betankung abgeschlossen. Unsere Mission ist beendet. Das möchte ich gerne mal erleben. Das möchte ich gerne mal erleben, dass einer irgendein Cheater 600.000 Punkte Dritter. So. Ja, immerhin haben wir den Boski wieder gelevelt, ne? Das ist schon mal geil. Okay, cool. Nicht nochmal eine Runde. Das muss ja auch nicht sein. Ich würde eh gerne, dass die Runden immer tauschen, jede einzelne. So, verzeiht mir, wo geht's hin? Noch steht nichts fest.